Hallo und ein herzliches Willkommen zurück in Satisfactory. Dieses Mal nur mit mir. Ihr habt es ja letztens in der Folge gehört. Griso ist die nächste Zeit nicht verfügbar. Ob sein Kollege halt das irgendwann einrichten kann und schafft, mit seiner Hardware heraufzukommen, kann ich nicht sagen. Hängt davon ab, wie er es begrünt bekommt. Aber ist jetzt erstmal egal. Wir ziehen das jetzt erstmal durch, also wie gewohnt. Und fangen jetzt erstmal an zu forschen. Das war der letzte Plan in der letzten Folge. Und zwar, wir gehen mal hier hin. Ich brauche Inventarplätze. Das war so die Idee. Das dauert 5 Minuten. Das heißt, wir müssen mal wieder warten. 5 Minuten. Warten, bis es fertig ist. Okay. Da er natürlich jetzt rausfällt im Prinzip, kann ich da hinten die Betonproduktion jetzt erstmal nicht weiterbauen, weil andere Sachen gerade Priorität haben. Die Betonproduktion muss jetzt erstmal hinten anstehen. Wir machen die Eisenproduktion richtig erstmal. Das heißt, ich weiß nicht, das hier gucke ich mir mal kurz an. Ich bin kein Fan von Blau, ehrlich gesagt, oder dieses so ein Lila oder was da sein soll. Sieht aber eher wie ein Blau aus. Das ist Kupfer, ne? Ja, das ist Kupfer, okay, das ist kein Eisen. Auch Kupfer, okay, also ich bin mir nicht sicher, inwiefern ich das verändern werde, aber mal gucken. Aber erstmal lasse ich das schon mal stehen, wir kriegen ja die Sachen da raus. Die Farben werde ich auf jeden Fall irgendwie ändern, weil das gefällt mir so nicht, die Farbe, die dieses Blau ist so. Aber was ich mal machen könnte ist, ich könnte hergehen, Farbe, jetzt brauche ich gleich doch noch die Farbdinger. Und wir können sagen, das Blau soll ein Orange werden, weil, also so ein Braun-Orange, ja? Weil wir haben ja schließlich, sagt mal hier, eine Kupferfarbe. Wir wollen ja auch schließlich so eine Art Kupferfarbe haben. Das heißt, wir müssen auch gucken, dass die Farbe etwa so hinkommt. Sonst ein bisschen klarer darstellen, heller machen, ja, das ist zu blass. So. Das sieht schon fast ockermäßig. Was könnte man für eine Farbe noch dazu bringen? Ich überlege gerade weiß. Ich glaube, weiß sieht nicht so geil aus. Also, kann man weiß nehmen. Das macht keinen Unterschied. Man könnte auch gelb nehmen. Das macht auch keinen Unterschied, glaube ich. Ja, das sieht man sowieso nicht, weil, naja, ihr wisst schon. Wir lassen es einfach weiß. So, wir editieren das. So, sieht das so aus. Dann haben wir jetzt ungefähr schon mal, wissen wir, wo der Kupfer ist und alles. Ups. Ja. Jetzt haben wir natürlich auch die Zwischenspeicherpunkte. Das heißt, wir werden jetzt auch ab und zu mal so Speicherfreezes haben. Aber das sollte uns erstmal nicht stören. Erstmal, hoffe ich nicht. Ich habe auch gesehen in der letzten Folge, manchmal hängt es so ein bisschen. Mal gucken, wie weit das geht. Aber hoffen wir einfach mal, dass das nur so eine temporäre Sache war. So, ich glaube, das hat nur deswegen mit meiner Fabrik zu tun gehabt. Ansonsten wird alles so funktionieren. So, jetzt hat das Ding jetzt eine einheitliche Farbe. So, haben wir das. Ich werde jetzt ungefähr so bauen, habe ich vorgenommen, wie in meiner normalen Hauptwelt. Was ihr später bei mir im Stream sehen könnt. Ich werde, ja, wie würde jetzt Griso sagen? Lass mich überlegen. Eskalieren? Er wollte sich ja grundsätzlich auch an die Eisenproduktion machen. Ich glaube, das hat er noch nicht ganz geschafft. Es hängt hier, das hier ist das Einzige, was ich hier sehe. Das ist die Biokraftproduktion. Ich muss mich gerade so ein bisschen gucken, was das hier was ist. Sieht komisch aus. Ich glaube, das ist ein Texturenfehler. Ach, was soll's. Guck gerade mal, wie er und was er gemacht hat. Ist das Ding voll? Ach du Scheiße, ist voll. Deswegen passiert nichts mehr. Vielleicht sollte man das erweitern. Damit halt das auch weiter benutzt werden kann. Wir drehen das mal um. So. Und packen jetzt hier vorne einen Lift dran. Das hier können wir kurz wegnehmen. Das ist auch erstmal egal. So, ich überlege gerade, ob ich direkt das nehme. Oder das. Ich nehme das. So. Dann wird das nämlich nach oben transportiert erstmal und haben hier ein bisschen mehr Platz. Also das wird automatisch nachgeschoben. So. Damit das weiterläuft. So, und jetzt möchte ich gucken, dass ich irgendwie eine Art Plattform ein bisschen höher setze, ihr wisst es ja. Das heißt, wir nehmen ungefähr die Plattform von da. Warte, wir das mal. Ich gerade, da hinten ist auch Eisen. Da ist das Gift ist ein bisschen blöd.
Ich überlege gerade, wie wir es am besten anstellen. Also von der Höhe auf jeden Fall. Wird schwierig. Ich würde sogar fast sagen, also die Eisenproduktion, die eigentliche Eisenproduktion. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich die bauen will. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja. Beziehungsweise bevor ich die Produktion... Ja, nee, ich mache was anderes. Bevor ich mich an die Eisenproduktion setze, bevor ich dann Ort für finde, ich habe nämlich auch keinen Ort dafür, werde ich einfach die Sachen hier unten nehmen, die es umbauen. Das sind ja drei Eisenquellen. So, wir nehmen jetzt einfach jede Eisenquelle. Ja, die, die und die als separate. Und bauen das erstmal alles ein bisschen um. Das heißt, wir haben natürlich erstmal gar nichts mehr. Aber das sollte kein Problem sein. Ich hoffe, das kriege ich auch alles noch auf die Bühne hier. So. Hier würde ich dann auch später gleich zwei hinbauen. Also ich werde das auch unter Fundament setzen. Was mache ich denn da? So. Weil mich stört das, wenn das so daneben liegt irgendwie so ein bisschen. Das ist irgendwie so nicht mein Ding. Ach, das wäre zu viel. Okay, also pass auf, ich muss mal kurz gucken, was ich hier rausschmeiße. Okay, das kann weg. Zack, so. Zack, zack, zack. Oh. Pupp. Also, ja, das ist ein bisschen viel, was ich da habe. Ich brauche eine zweite Truhe. Eine kleinere Truhe. Jetzt ziehen wir die hier mal davor. Ja. Pack erstmal so ein paar Sachen da rein, die ich jetzt nicht brauche. Hoppsa. Also ich weiß nicht, Griso, wenn der das sieht, wird wahrscheinlich denken, oh mein Gott, er reißt alles ab. No! Nein, ich reiß nicht alles ab. Ich hau noch mal ein bisschen Effizienz hinzu. Das ist der Plan. Dazu muss ich aber diese ganzen Sachen erst abreißen, um es besser zu gestalten. Also von Effizienz. So, und die Dinger hier würde ich am liebsten auch abreißen, aber es macht keinen Sinn, ehrlich gesagt. Weil das komplett hirnrissig ist, wenn man das tut. Deswegen werde ich jetzt einfach hergehen, hier so ein Ding davor setzen. Ich gucke gerade mal, wo ungefähr gleichmäßig hier so. Hier muss ungefähr, das müsste passen hier so. Passt das? Ich muss kurz gucken. Ja, es kommt hin. Okay. Der Pfeiler, also der Strompfeiler, ja, den muss ich gleich auch umsetzen. Ja, wie ihr merkt, ich muss ein bisschen was tun. Also ein bisschen was umbauen. Weil das hier ist, ja. Wartet mal. Wir setzen den jetzt hier hin. Mit welchem verbindet ihr den da? Und nach den? Und den nach den, okay. Also der nach da und der. Ups. Leck. So. Der nach da. So. Wir wollen, dass auf die Eisenquellen effektiv genutzt werden. Das bedeutet natürlich, wir müssen auch so bauen. Ja. So. Dass das auch funktioniert. So. Ich werde jetzt erst ein paar Schmelzen hier zimmern. Und zwar, wir zimmern. Ja, das ist ein bisschen sehr nah am Rand, ne? Aber erstmal auch egal. Das ist auch alles, was ich jetzt baue, ist immer noch temporär. Es ist nichts Festes. Also, das Feste kommt alles noch. Und der Pilot ist schon wieder im Weg. Nice. Egal, drauf geschissen. Wir wissen ja, dass wir hier 60 rauskriegen. Aus der Mine, aus der Schmelze. Aus der Schmelze, aus dem Miner. Und die hier 30 pro Dings verarbeiten. Das heißt, wir können die beiden locker benutzen dafür. So, das werden wir auch tun. Wir splitten den ganzen Spaß. So, genau. Ich nehme jetzt das hier. Oh. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof gelöst hier. Wartet mal. Machen wir so irgendwie. Oh. Das geht immer noch nicht. Das ist jetzt ein bisschen doof. Das, was ich jetzt mache, ist ein bisschen doof. Sieht komisch aus, ja. Gebe ich zu. Aber ich finde jetzt gerade keine andere Lösung. So. Ich will das alles auf diesen Grid nämlich haben. Auch wenn es temporär ist. Ich finde, auch wenn es temporär ist, sollte es doch eigentlich okay aussehen, oder? So. Ich finde, das sollte schon dabei vorhanden sein. Hier das gleiche Spiel. Wir werden jetzt auch einen Platz noch versetzen. Also einfach noch hier.
und die Dinger wieder hier hinzimmern. Die Dinger sind irgendwie, naja, komisch gesetzt, sehe ich gerade. Ist dann sehr komisch gesetzt, naja gut. Ist jetzt mir egal. So, hier ist das gleiche Spiel. Machen wir wieder so. Ziehen den hier, hier rüber und den auch wieder hier rüber. Wie gesagt, es ist alles nur temporär, dieses, dafür, dass es temporär ist, ne? So. Damit einfach das Eisen und alles auch vorhanden ist, dass ich mich da nicht mehr drum sorgen muss. Weil das etwas ist, was eh schon nicht unwichtig ist. So. Ups. Na. Okay, hier ist auch das Spielchen. Ich guck gerade. Wir setzen den ausnahmsweise jetzt hier hin. Weil das ist eigentlich symmetrisch. Also eigentlich müsste das jetzt auch direkt daneben, aber naja, geht jetzt nicht anders. Müssen wir so machen. Es wird schon anders gehen, aber ich will nicht. So. Zack. Zack. So rum. Okay. Oh, da läuft sogar, wie ich jetzt sehe. Oh, cool. So, Eisen. Eisen. Hier kommt ein Stromnetz hin. Da rechts, links. Zack. Die andere Seite auch. Also hier. Zack. Hier kommt auch ein Pfeiler hin. Zack. Zack. Verbunden? Ja. Gut. Ja, ich verbinde das gleich noch mit dem Hauptstrom. Zack, zack, zack. So. Okay. Das kommt jetzt hier hin. Hoppa. So. Der kommt hier hin. Der kommt dahin. Der geht weiter hier hinten durch. Ups, stopp, nicht so weit. So. Und der geht hier hin. So. Passt. Ne? Gut, ist alles vernetzt. Ausgenommen dieses komische Ding hier, das sieht etwas, das hat auch nichts mit dem Ding zu tun. So, nächster Schritt. Schmelzen haben wir dann. Versuchen wir die nächsten Dinger fertig zu bauen. Kann ich das nicht hinsetzen? Was ist da los? Ach, das Ding ist im Weg jetzt. Der geht dahin, okay. Das heißt, den setzen wir ein Stückchen weiter nach hier. Das macht, macht keinen Sinn, weil ich eigentlich später das auch wieder abreißen muss. Jetzt habe ich doppelt gesetzt. Nice. Was haben wir hier drin? Viel zu viele Schrauben. Okay, Leute. Müssen wir kurz gucken, wie ich das mit den Schrauben anregel, weil hier sind jetzt ein paar viele. Das sind ein paar viele. Die würde ich gerne irgendwie woanders hinstellen. Ist jetzt nur ein bisschen doof, weil da schon so viele drin sind. Aber wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Wir machen das so. Wir stellen die eben hier hin. Nehmen wir jetzt peu à peu welche raus, gehen hier welche wieder einlagern. Also ihr habt die Möglichkeit, natürlich hier mit dem Knopf alles gleich das Wort rauszunehmen. Und hier könnt ihr auch alles theoretisch reinschmeißen, wenn im Inventar was doof wäre. So, warte mal. Also, das war nicht der Plan, das ich zeigen wollte. So, also. Okay, jetzt sind die ganzen Schrauben wenigstens da drin, ne? Nein, nicht da. Ja, ja, Devi. Das geht ja nicht, weil... beiden Sachen mit am Weg. Okay, die Dinger müsste ich irgendwie komplett woanders hinstellen, weil die stören mich echt gewaltig. Und ich reiße die Dinger auch jetzt ab. Das ist echt ganz schön nervig. Der geht zwar zu dem Miner, aber das ist mir jetzt gerade echt komplett doof. Weg damit. Ich mache das Stromnetz etwas anders. Ich baue das wieder um. Mich geht das Stromnetz auch ein bisschen auf die Nüsse. So. Okay. Also, wir wollen. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof, weil jetzt hier in einer Seite direkt die Wand ist, ne? Ist, ein bisschen schwierig. Ich könnte versuchen, aber. Das hier mal kurz wegzumachen. So. Nee, keine gute Idee. Sieht ja noch beschissener aus. Das machen wir nicht. Das lassen wir so, wie es war. Dann nehmen wir halt es in Kauf, dass es ein bisschen weiter an der Seite steht. Auch wenn es für mich ein Dorn im Auge ist, komme ich jetzt nicht drum herum. Ist wie gesagt alles temporär, von daher, das sollte erstmal als Trost reichen. So, Eisenplatten. Eisenplatten, das ist eine 1:1 Verbindung. Da muss ich nichts groß machen. Eisen, 60 geht rein. 60, nee, halt nicht 60, halt. Nee, nicht ganz. Quatsch.
Der produziert doch wie viel? War doch richtig, war richtig. Gott. Alter, heute bin ich aber durch. So, das passt. So, nächste Konstruktionsgeschichte ist diese hier. So. Die versuche ich natürlich sehr oft im Fundament vernünftig oft anzusetzen. So. Wie viel haben wir hier? Das sind 30. Jetzt die Stangen. Da müssen wir 4 Konstrukteure bauen. Von wegen, wir können. okay. Nice. Also es läuft wieder richtig. So. Zack. Zack. 3, 3 und 4. So. Wir brauchen nämlich so ein paar. So, jetzt kommen hier Splitter hin. Oh, ich fange an zu singen, nicht gut. So. So. Zack. 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 Na. Hä, warum ist das auch schief? Achso, ich weiß, ob es schief ist, genau. War ja klar. So. So. Stangen. Zack. Hier hatten wir schon Stangen, ne? Hä? Die hab ich nicht. Ach stimmt, ich hab die ja wieder abgerissen gehabt, da war ja was. So. Also ich versuche so schnell wie möglich die Eisenproduktion wieder am Laufen zu bekommen. Jetzt muss ich den ganzen Spaß noch einmal bauen mit den Stangen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mehr Platz. Jetzt ist das Ding im Weg. Geil. Aber erstmal beenden wir die Folge. Wenn euch diese Art und Weise, wie ich gerade mache, also das, was ich jetzt vorhabe, ist Eisenproduktion neu aufstocken, gefallen haben sollte oder generell dieses Projekt gefallen sollte, lasst es mich wissen. Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht auch ein Like, wenn es euch wirklich sehr gut gefallen hat. Ansonsten, wenn ihr mehr sehen wollt und auf dem laufenden Stand bleiben wollt, dann abonniert den Channel und aktiviert die Glocke. Somit verpasst ihr dann halt auch keine einzige Folge mehr. Und ihr bleibt auch immer, wie gesagt, auf dem Stand. Genauso wie, also ihr könnt auch natürlich auf unserer Webseite mal vorbeischauen. Unter www.avog-online.de. Da findet ihr unsere Community-Geschichte. Schaut einfach mal vorbei, stöbert ein bisschen die Seite durch und wir sehen uns vielleicht auf dem Discord. Also bis dahin erstmal, bis zur nächsten Folge. Wir hören uns. Bis dahin. Reinhauen. Ciao.